sind der Rimbel Christian, Hüttenwirt, Erlanger Hütte. Wir sind jetzt 16 Jahre alt. Wir haben daheim von meinem Vater von der Bauernschaft Fleisch bezogen. Und jetzt momentan haben wir es vom Schwager. Dann haben wir viel von der Landesjagd. Mittlerweile schätzen es die Gäste schon sehr, also dass man auch was Regionales hat. Bei uns typisch in der Region ist halt der Steinbock mit hausgemachten Spätzle und dazu gibt es dann ein Rotkraut. Und das mögen die Gäste halt schon sehr gerne. Servus, ich bin Rimmel Fabio. Ich bin der Wirt vom Wiesland, zu Längenfeld. Regionalität hat für uns da, oder speziell für meine Familie mit Nachhaltigkeit etwas zu tun, weil regional ist gut, aber wir müssen halt alles hernehmen und nicht allein Edelteile. Und da strebt ja an für die Zukunft, dass man sich da weiterhin Sachen getraut, wo man sich zuerst wahrscheinlich nicht drüber sieht, aber wenn man sich heute nicht anbietet und wenn man sich einen Gedanken macht und das ordentlich macht, dann finde ich das sehr positiv, muss ich sagen. Ich bin die Viktoria, ich bin die Frau vom Anton. Und wir machen das miteinander, Robert. Ich bin hauptsächlich für die Küche verantwortlich und der Mann für alles. Regionalität ist für uns einfach das, dass wir das Fleisch auskochen, das was wir daheim in der eigenen Landwirtschaft produzieren können. Von der Geburt bis zum Metzger passiert alles bei uns im Ötztal. Mir ist schon wichtig bei Regionalität, wenn ich den Gast vermittle, wo das Zeug herkommt oder wer das macht, dass ich den nur selber kenne, weil wir kennen nur einen Großteil für unsere Winzer selber. Und wie die Brauerei, wo wir das Bier haben, die haben uns davor zuerst angeschaut. Nicht nur, weil wir mit dem Partner gut zurechtkommen, sondern ich möchte wissen, wie der das macht. Ich bin der Matthias, ich bin der Wirt und Landwirt vom Brand im Metzler. Bei der Regionalität glaube ich, dass man die meisten Sachen wirklich da von Etztal, Bezirk Imst, wo es nicht geht, natürlich Tirol, Österreich weit probieren zu beziehen. Wir verarbeiten und verköchen auch unsere eigenen Lammsachen, Schafsachen, alles was da anfällt, sei es im Ockerl, sei es der Kürbis im Herbst, wir haben den Kohlrabi, wir haben den Salat, wir haben die Karotten. Wir haben die ganzen Kräuter, was man so kennt, was wir da verköchen, alle von uns selber da. Alles, was nicht mega ist, natürlich auch Pfeffer und Salz, muss man einkaufen. Aber sogar dort schaut man danach halt, von wo man es hernimmt. Ja. Ich bin die Selina, wir sind dort der Frischmann-Hitter und wir sind seit Höherer bei der Genussplatzlern dabei. Uns zeichnet aus, dass wir das heimische Wild hernehmen, weil wir die ganze Familie eigentlich alles Jäger sein und sozusagen das ganze Wildfleisch aus eigener Jagd haben. Also Anfang des Sommers haben wir eigentlich Rehwild auf der Karte und so im Laufe des Sommers und Herbst kommt dann Gams und Hirsch dazu. Wir schauen auch, dass wir immer eigentlich alles da haben, aber unser Motto ist gut, aber aus. Grüß euch, ich bin die Marisa von der Stabelalm, oberhalb von Längenfeld, die ich mit meiner Familie jetzt schon seit 23 Jahren betreibe. Wenn man Regionalität lebt, auf der Sicht der Gast ist schon, dass das die Natur ist und dass das unser Leben und unsere Aufgabe ist, auf die Natur zu schauen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir unsere Bauern auch leben lassen, weil die Bauern machen unsere Natur zu dem, was sie ist. Und halt soll auch in Zukunft das so bleiben. Also für mich ist das einfach der Kraftplatz schlechthin. Wenn ich da in der Früh alleine bin und am Abend alleine bin, kann ich wieder Kraft für den nächsten Tag tanken. Und wenn meine Gäste kämen und zufrieden sein und die sagen, es ist ein schönes Platz und es gefällt ihnen, deswegen ist das da herum. Für mich ist das Schönste, was es überhaupt gibt.